can't wait to leave this town. Cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car. Hit the bird and drive real far. Put that record on me, dark. Oh, I'm dreaming of you. I dream of a new night. Ooh, fight in the dark till we see the sunlight. My love, it's you and I. Close, close, and feel that this fight. Cause we're feeling down. You lay awake alone at night. Oh, pack your life inside a car. Forget the world and drive real far. Put that record on again. Oh, my love, it's you and I. Close, close, and come back this far. So I've come to the conclusion, just a rotten piece of fruit. So I'll end up dying slowly, rotting away. See, I just want to be able to climb without a to get out. To the conclusion.
you nervous. A tragedy, I'm a beautiful disaster. A reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go. But you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel again. Fire is burning through this sky.
I need to know if you'll give me a second chance. They don't come on often, but please, you know I can't stand it. When you don't talk to me, when you don't talk to me, yeah. There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. No, I can't hide it. No, I can't hide it anymore. Get you off my mind, and I know it's true, and I'll say this to you, I want you back. There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. No, I can't hide it, no, I can't hide it anymore. Wunderschönen guten Abend da draußen, Freunde der Sonne. Joker Streambrella, guten Morgen, beziehungsweise guten Abend. Grüß dich. Hoffen wir mal, dass alles passt soweit. Wie geht's euch, Freunde der Sonne? Alles schicki soweit? Wunderschönen guten Abend, Blue Pugona. Bist du auch fertig mit Schaffen, Digga, ja? Langt mit Sicherheit aber auch für heute, oder? Scheibenleister. Da ist er extrem groß hier im Bild. Oh! Was los, Digga? Oder ist es ein Thema, was jetzt hier nicht ins Stream reingehört? Nicht sein, gebe ich dir vollkommen recht, ja. Ja, dann Kopf hoch und nicht Kopf in Sand. Bringt gar nichts. Durchbeißen und weiter geht's. Ich sehe gerade, Digga, dir fehlt dein Emote vorne dran. Dein Bloody Rain Patch ist vorne weg, vor deinem Namen. Naja, wir können jetzt schon mal die Anmoderation starten.
Im Hintergrund sollte die Lobby am Start sein gleich wieder. Jawohl, der Kollege hat da den Reset gemacht von der Lobby. Wir gehen jetzt wieder rein. Auf jeden Fall das Thema am heutigen Abend, AWM, sprich Afterwork Racing Liga. Liga Nummer 2 am Start, heute Abend unterwegs, neben den anderen vier Ligen, die auf der gleichen Strecke umherballern, heute Abend auf Tokio. Das Krönchen kommt noch. Das Krönchen, jawohl. Sehr geil. Das Krönchen, genau. Naja, wir können ja schon mal starten hier mit dem Thema. Dann gehen wir einfach mal ein bisschen früher live rein in das Thema. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Also, wir müssen erstmal ganz kurz hier einblenden. Es gibt einen relativ großen Sponsor, der im Hintergrund steht. In dem Fall hier das Thema Touch Repair. Das ist ein, ja, ich sag mal so Handy, Smartphone, Tablet. Laden, der hier im Grunde in Bremen ansässig ist, das ist der Kollege ESA als solches, in der das ganze Thema hier Afterwork Racing Liga unterstützt und supportet, in dem Fall hier mit den Pokalen im Nachgang am Ende der Saison. Wenn irgendwelche Probleme am Start sind, zwecks Smartphones, Tablets etc., dann dürft ihr euch natürlich liebend gerne an den Kollegen da wenden, Kontakt zu der Firma da aufnehmen und dementsprechend dann hier auch mal auf die Internetseite reinschauen als solches oder diese besuchen. touchrepair.de ist das ganze Thema und hier diesen Sponsor da so ein bisschen supporten und dann passt das. Sehr geil. So, dann machen wir jetzt hier nochmal ganz kurz. Zweikampf, er hängt im Kofferraum des Vordermanns. War das der Fehler des Vordermanns? Kann er ihn nutzen? Nein, er kommt selbst von der Strecke ab. Das kann doch nicht wahr sein. So.
Das ist doch mal ein fettes Intro, oder, Freunde der Sonne? Das ist doch mal, Benjamin, schönen guten Abend, herzlich willkommen im Stream hier. Das ist doch mal ein richtig nettes Intro, oder? Da läuft dir einem schon das Wasser im Mund zusammen hier. Da möchte man ein bisschen selbst hier reinspringen in den Sessel und in das Thema. Also sehr, sehr genial. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, wir haben 19.51 Uhr, um 20 Uhr startet die Quali-Session. Wir springen mal rein in das Thema. Bewegende Bilder. Sehr geil. Ja, die fahren sich dann noch ganz genüsslich warm hier, die Kollegen. Am heutigen Abend. Leverwashed haben wir am Start hier. Verzeiht, das heißt die Leverwashed. Unterwegs im Mercedes AMG GT3. Richtig fette Lackierung hier der Start. Der Kollege am Start hier mit der Afterwork-Lackierung. Auf seinem Benz, wunderbar. Biturbo mit am Start. BMW M6 GT3 Walkenhorst ist das Thema. Schön dezent im klassischen Stile hier. An die BMW-Farben angelehnt, das Thema bei ihm. Sehr geil. Alpha Kevin, das ist der Lobbyleiter. Ebenfalls Mercedes-Benz AMG GT3. Und wenn die Boliden hier in den Tunnel auf Tokio reinballern, scheppert hier alles dermaßen am heutigen Abend zusammen. Also da freuen wir uns drauf, dass wir mal zu Genüge genießen dürfen. Definitiv. Spitty mit dabei. Sehr geil. Ebenfalls Mercedes-Benz AMG GT3. Auch hier, jawohl, V8-Geballer im Bereich des Tunnels hier auf Tokio. Sehr geil. Palatuna. Corvette C7 ist das Thema bei ihm. Sehr geil. Das ist hier der Kollege SFRT Race King. Oder ganz kurz, Race King SFRT steht für Storm Falcon Racing Team. Das Thema abgekürzt hier. Ebenfalls Mercedes-Benz AMG GT3. Der Hobel, den er bewegt. Manu unterwegs im BMW M6. Jawohl. Ebenfalls Walkenhorst-Thema. Hat er mal kurz Lichter alle angemacht, die ihm zur Verfügung stehen. Brauchst du hier aber auch, weil er fährt jetzt in den Tunnel ein. Wunderbar. Und wenn du die Wand nicht hast kommen sehen, das hier ist der Kollege TRT Touch Repair, beziehungsweise das Touch Repair Racing Team, der Kollege ESA. Das ist der Betreiber dieser Company, also dieses Ladens hier, der auch gleichzeitig der Sponsor ist. Ah, extrem dunkel hier. Der Boxenbereich innerhalb des Tunnels. BMW M6 ist sein Fahrzeug. Sehr geil. Die Blito am Start, ebenfalls BMW M6. Walkenhorst-Thematik. Buschflieger. In der bekannten, vom letzten Rennen her auf Goodwood, war der Kollege auch schon unterwegs in der Toyota Supra. Wobei die Jungs hier die Fahrzeuge innerhalb einer Saison nicht wechseln, sondern die entscheiden sich vor der neuen Saison oder vor generell einer Saison für die Fahrzeuge und müssen dann dementsprechend komplett alle 8 Rennen innerhalb einer Saison auf diesen Fahrzeugen verweilen. So, wir gucken mal, ob wir hier... Jawohl, nehmen wir meinen Kollegen hier mit, fahren wir mal onboard ein bisschen mit. Eine Runde lang, in dem Fall bei Palatuna. Erste Rechtskurve hier. Extrem schnelles Thema am heutigen Abend hier auf Tokio. Viel Potenzial für Fehler auf jeden Fall. Ihr seht's, Auslaufzonen ist ein Fremdwort auf dieser Strecke. Der Linksknick, jawohl, alles Vollgas belastet das Thema. Leichter Rechtsknick geht auch voll. Ganz kurz lupfen, Eingang runter. Oh, das hat er gut gemacht. Da hat das Fahrzeug rumgezirkelt. Ist vom Gas gegangen, eine Gangsektion runtergeschaltet, dementsprechend vor dem eigentlichen Schaltpunkt schon eingelenkt, dass das Fahrzeug leicht einknickt und dementsprechend in einem schönen Slide um die Ecke rumfährt. Richtig schön zu sehen, jawohl. Leichter Rechtsknick, zwei gegen runtergegangen, jawohl, wieder voll durchbeschleunigt, ganz leicht gelupft hat das Gas in dem Fall. Nicht wundern, warum der Kollege hier sehr, sehr früh vom Drehzahlband her zu sehen nach oben schaltet. Das ist ganz normal. Corvette C7 ist eine riesige, voluminöse Maschine unter der Haube und dementsprechend ein sogenanntes Shortshifter-Fahrzeug. Ab 6300, 6400 Umdrehungen bei dem Hobel reißt der Drehmoment ab, beziehungsweise die Performance, die die
Corvette normalerweise easy peasy auf die Hinterachse bringen sollte. Deswegen die Kategorie Short Shifting. Und jetzt diese ellenlange Gerade hier im Bereich des Tunnels. Irgendwann ist auch wieder Licht zu sehen am Ende des Tunnels, genau in diesem Moment. Und wir sehen die 2 Minuten 0,474 im letzten Umlauf gefahren von Palatuner. Sehr geiles Thema. Aktuelle Topzeit. Wobei ich denke, da geht noch ein bisschen was. Die werden ja mit Sicherheit die Karten noch etwas verdeckt halten. Quali-Session ist noch nicht eröffnet. Da spielt jeder nicht mit offenen Karten, sondern man hält sich da relativ bedeckt, um dann hier im Quali wirklich die Kuh fliegen zu lassen, auf Deutsch. Das, wie gesagt, nochmal der Hinweis hier oder die Information Touch Repair seitens des Sponsors hier. Wie gesagt, in dem Fall am heutigen Abend ist Premiere auf Goodwood. Letztes Mal haben wir ihn leider nicht gesehen. Da war der Kollege Eser nicht am Start, der Fahrer. Aber heute Abend ist er mit dabei. Auch eine große Ehre, den Kollegen damit in die Kamera einfangen zu können. Und das ist, wie gesagt, hier das Thema Touch Repair. In dem Fall TRT, Touch Repair Racing Team. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Da wollte ich drauf drücken. Ganz genau. So, was haben wir denn noch am Start? Wir haben am Start hier die Fahrerwertung. Wunderbar. RCR der Gabel. Hat sich umbenannt hier der Kollege. Führt aktuell hier im Liga 2 Bereich die Tabelle an. Nach dem 5. Rennen. Hat hier aktuell 94 Punkte. Hat genau einen einzigen Punkt Vorsprung vor dem Kollegen Race King, der das letzte Rennen auf Goodwood gewonnen hat. Also eine höllenknappe Kiste hier mit 77 Punkten auf Platz 3 ist der Manu. Einer der Fahrerkollegen da, beziehungsweise der Teamkollege vom ESA in dem Fall. TRT, das Thema. Die Lever washed auf der 4. Position mit 69 Punkten. Ein Punkt Vorsprung vor Alpha Kevin. 390 in dem Fall. Afterwork Motorsport direkt hat 68 Punkte da. 66 Punkte hinten dran ist Biturbo gelistet. Vom Team Scuderia Schiavone. TMC Rubber Duck, das ist der Kollege, der auch hier mal kurz einen guten Abend im Chat dagelassen hat, auf ein gutes Rennen. Er wünscht allen viel Glück, drückt hier die Daumen genauso wie wir. Ist unterwegs mit 46 Punkten. Palatuna auf der P8 aktuell mit 24 Punkten. 2 Punkten Vorsprung vor TMC Spitty hier. Die Plito auf der 10 gelistet vom Team Black Lions mit 18 Punkten. Also auch da 4 Punkte Differenz. 2 Punkte hinten dran ist besagter Kollege Eser. Buschflieger auf der 12 mit 12 Punkten. Und dann haben wir noch ein Harry auf P13. Der bis zum heutigen Rennen aber leider Gottes keine zeitliche Gelegenheit hatte, hier teilzunehmen. Hoffen wir mal, dass sich das nächste Saison dann vielleicht ändert. Beziehungsweise wir haben noch 2 Rennen am Start. Nachdem hier Rennen 7 und Rennen 8. Dann dementsprechend das große Finale. Mal gucken, wo die Reise hingeht. So, mechanischer Schaden wurde zu schwer geändert, bedeutet, jetzt geht's los im Bereich des Qualis. Da fahren sie raus, dann machen wir mal noch ganz kurz hier, wo hab ich's denn? Da, Intro spielen wir nochmal kurz ein. I'm getting stronger.
So, Freunde der Sonne, das geht mir ab wie ein Bach ins Gesicht, hat er gesagt. Dieses Intro, da könnte ich, glaube ich, stundenlang zugucken. Das ist so genial gemacht. Also absolut Daumen hoch hier für dieses Thema. Für dieses Thema definitiv. Also Daumen hoch und mega fettes Lob an den Konstrukteur des Ganzen hier. Wunderbar, wir sind in der erstgezeiteten Runde hier von Beatobo aktuell. Die Jungs sind sich da ganz locker in der Einrollrunde am Warmfahren gewesen. Und jetzt heißt es absolut feuerfrei. Beatobo hat angefangen mit der Quali-Session als solches und ist auch schon ungefähr bei 50% der Strecke hier. Das heißt, wir werden auf jeden Fall gleich die erstgezeiteten Runden sehen. Und dann gucken wir mal, wo die Tachos da stehen bleiben bei den Kollegen dementsprechend. Wo ist denn... Ah, guck mal hier, da ist er doch. Dann müssen wir da mal kurz ein bisschen umbasteln, weil ich möchte ganz gern da runter. Guck mal hier, das ist doch... Ah, als perfekt, oder? Wunderbar. Also, Bloody Rain live in Farbe, so wie ihr es kennt. Und Rubber Duck, sag ich. Beatobo ist auf der langen Gerade schon unterwegs. Schönes Geballer hier in den Tunnel rein. Sehr geil. Macht Laune auf mir und es ist, oh, sogar unter 2 Minuten. Also die 2 Minuten, die wir gesehen haben hier im ersten Moment im freien Training, ist definitiv nicht das, was die Jungs hier zeigen können. Und es geht jetzt Schlag auf Schlag. Also, Beatobo, wir fangen an. Beatobo 1,59,867 gefahren in seiner erstgezeiteten Runde. Manu hat sich da sofort die Pole Position gesichert mit der 59,077. Race King aktuell auf der 2 geführt, mit der 59,790. Rubber Duck auf 4. 2 Minuten,928. Alpha Kevin auf der 5. Position mit 2 Minuten 1,946. Smitty auf der 6. Position kommt jetzt über die Linie. Jawohl, schiebt sich vor auf die 4 mit der 2 Minuten,523. Sehr geil. Buschflieger kommt da auch noch drüber. Ein Kollege steht noch in der Box hier. Sehe ich auf dem Minimap. Etwas klein gehalten. Leinwand mal an, jawohl, perfekt. Ah, Großformat ist einfach ein geniales Thema. 2 Minuten,120 von Buschflieger. Somit hier Spitty, Rubber Duck, Alpha Kevin nach hinten verschoben um eine Position. Hat er gut gemacht. Lila unterwegs.
DRT ESA. Braucht noch ein Momentchen, bis er auf Start und Ziel draußen ist. Geht jetzt nochmal die lange Sektion nach hinten weg. Dann in dieser extreme langgezogene Haarnadel-Ecke hier, die auf der Minimap relativ brutal aussieht. Wir schalten mal kurz rein hier zum Kollegen ESA. Jawohl, erste Gangsektion. Viel Gefühl beweisen hier beim Rausbeschleunigen. Extrem. Die Heckpartien werden extrem leicht. Und hier zählt Grip auf jeden Fall alles, um hier sauber rauszukommen. Hat aber gut gemacht. Ganz leichten Schlupf war zu hören gewesen hier bei seinem BMW M6. Und jetzt Knallgas. Da vorne ist die Linie zu sehen und die Uhr bleibt stehen bei einer 2:00:00. Sehr gut. Punktlandung. Hat er gut gemacht, wäre aktuell P6 hier. Race King hat nachgelegt. Race King ist die neue Polezeit gefahren, die als 58,630. Hat also dem Manu da im ersten Moment gleich mal fast eine halbe Sekunde eingeschwenkt. Hier Alpha Kevin kann sich ebenfalls verbessern. 1:59,333. Schnapszahl kostet mindestens ein Sixer. So wie generell. Jawohl, die Teamkollegen ziehen sich da gerade im Bild. Haben sie im Training auch schon gemacht hier. Einmal leverwashed hier im Mercedes-AMG GT3 mit den gelben Frontlichtern. Und der Teamkollege der Alpha Kevin mit den weißfarbigen Frontlichtern. Da wird sich jetzt gegenseitig Windschatten gespendet in der Hoffnung, das geht in geballter Manpower nach vorne. Leverwashed aktuell auf der 9 geführt. Persönlich schnellste Runde bisher, die 2:01,122. Die Blito steht noch in der Box, ganz genau. Die Blito steht noch in der Box. Rafa, wunderschönen guten Abend, grüß dich mal lieber. Immer doch. Wenn du so fragst, alles tutti. Ah, Race King hat jetzt im ersten Moment ein bisschen Tempo rausgenommen. Ist da 3,5 Sekunden. Sehr geil. Rafa, ich danke dir für dein T1-Sub hier. Willkommen zurück im zweiten Monat. Super, danke dir dafür. Manu konnte sich ein bisschen verbessern, aber für die Pole hat es nicht ganz gereicht. Ist gefahren die 58,805 und in dem Moment leverwashed. Leverwashed mit der 58,788. Das sind 17.000stel Freunde der Sonne, die der leverwashed hier schneller war wie der Handkäse. Ach nee, Quatsch, der Kollege heißt nicht Handkäse, der Kollege heißt Manu 2011. Sorry dafür. Die leverwashed. 17.000 schneller wie Manu. Brutal. 17.000stel und das hier auf Tokio. Ihr seht es an den Rundenzeiten, fast 2 Minuten, das sind 17.000, einfach nur lächerlich. Natürlich jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich will hier keine Leistung der Fahrer dezimieren, aber im absoluten Vergleich, bezogen auf die gesamte Runde, dann 17.000stel nur langsamer zu sein, ist auf definitiv auf gleichem Niveau. Nicht zu verwechseln mit Nivea, das ist was ganz anderes, das klatscht man sich ins Gesicht. Wunderschönen guten Abend, Cybercam. Alatuna hat sich auf die 5. Position nach vorne gearbeitet. Aktuell die 59,467 ist seine persönlich schnellste Runde. Biturbo auf der 6. Position. Wildes Struggeln da zu sehen gewesen von seinem BMW M6. Da hat er mehr wie einmal quer gestanden. Kurz. Ich hoffe nur ins Gesicht. Ganz genau, richtig. Ja. Mach's in die Hose und du hast eine ganze Woche Spaß. Versprochen. Wunderbar. Rubber Duck auf der 7. Kann sich da im ersten Moment auch etwas verbessern. 59,883. Also im ersten Moment sind die 2 Minuten in Zeiten hier Geschichte. Jetzt geht es hier um die absolute Perfektion. Die Tanks werden leer gefahren, weitestgehend im Rahmen der Quali-Session. Und natürlich dann nochmal neue Räder geholt. Rubber Duck macht es gerade justamente vor. Perfekte Einblendung hier. Tank wird komplett in Ruhe gelassen. Es kommt einmal rundherum neues schwarzes Gold und das Chassis. Und jetzt wieder feuerfrei. Schönes Geballer. Ich liebe das. Wahnsinn. Buschflieger auf der 8. Position. Ja, fehlt noch eine Zehntel hier, um unter die 2-Minuten-Marke zu kommen.
Aber ich denke, das kriegt er hin. Der Zehntel ist keine große Welt. Sollte er schaffen. Race King, wir gucken mal nach. Das passt im ersten Moment. Auch er, neue Räder unterm Chassis. Startet jetzt wieder auf seine nächst neu gezeitete Runde hier. Halbe Sekunde im ersten Sektor. Langsamer. Gucken wir mal. Passt. Leverwurst Alpha Kevin. Die zwei kannst du heute, glaube ich, nicht großartig trennen. Absoluter Formationsflug auch schon im Quali-Bereich zu sehen. Wie gesagt, im Training auch ganz kurz reingeschaltet gehabt. Haben wir gleiches Thema in Grün gehabt. Ja, Manu hat auch die 59er Zeit hinter sich gelassen. 58,805. In Runde 4 seine persönliche schnellste Runde. Und P3 ist im ersten Moment gar nicht mal so schlecht. Da kannst du mit viel Glück am Start auch schon richtig was reißen. Von der P3 weg. Oh, oh, Freunde, da ist ein Buschflieger hier knapp 13 schneller in Richtung Polkurs unterwegs. Das schauen wir uns kurz an. Ich muss da mal ganz kurz dem Kollegen antworten. Zurück zum Geschehen. Also Race King aktuell immer noch auf der Pole. Leverwurst da lila unterwegs. Oh, das sieht gut aus. Das ist der vorletzte Sektor, wo Leverwurst gerade unterwegs ist. Nächste Sektorschleife kommt da vorne nach dem leichten S-Versatz. Gucken wir mal rein. Nur so am Rande, wenn ihr euch fragen solltet, beziehungsweise wenn ihr hier auf unseren Discord-Server möchtet, dann dürft ihr das natürlich gerne tun im ersten Moment. Vielleicht noch ein bisschen engeren Kontakt hier zu uns, den Streamern, in dem Fall Trace und meine Wenigkeit. Einfach hier in den Chat reinschreiben, Ausrufezeichen Discord, und dann bekommt ihr den Link zum sogenannten EGTL-Server von uns, European GT Leagues. Das ist unser Thema. Die Saison startet Anfang September dann wieder. Und dann gibt es auf jeden Fall am Sonntag den gefühlten halben Tag EGTL-Thematik. Aber wenn ihr den Link sucht, wie gesagt, einfach Ausrufezeichen Discord eingeben und dann geht's auch schon weiter. Oh, Leverwurst hier, sehr gut. 58,531 und wieder 0,2 Sekunden schneller nach dem ersten Sektor. Wunderschönen guten Abend, Manuel. Grüße. Eine knappe Zehntel fehlt die Leverwurst, der Leverwurst aktuell auf dem Race King hier.
Komm schon, Digga, das geht. Deine Sektorzeiten sehen bis jetzt gut aus. Hinten dran ziehen sich auch zwei Kollegen da. Wir gucken mal, ob wir die Jungs einfangen können. Hier, B-Turbo und Spitty aktuell. Beides mal BMW M... Nein, Quatsch, Mercedes AMG GT3 gegen BMW M6. Yes, B-Turbo geht da vorbei. Also wie es der Name schon sagt hier beim Kollegen, hat er gerade mal den zweiten Turbo mit eingeschaltet. Um Jans, boah, ist der da weit rausgekommen. Da war die Mauer nur noch ganz, ganz wenig entfernt hier. Und im Hintergrund ist Spitty mal schön eingepflockt hier. Uiuiuiui, das gab mit Sicherheit einen Schaden, ja. Phänomenal, katastrophaler Motorschaden bei Spitty. Also der hat da mal nicht nur ein bisschen Lack da gelassen, sondern der ist da mal schön deformiert in der Mauer. Uiuiuiui. Ha! Es geht Schlag auf Schlag. Race King hat nachgelegt mit der 58,433 und genau im selben Moment hat Manu den Deckel hier auf den Topf zugemacht mit der 58,347. Und auch er zieht hier den Teamkollegen, den ESA, aktuell über diese lange Gerade. Also Windschattenspielereien vor dem Herrn. Sehr geil. Das macht echt Höllenspaß zuzugucken. Und auch genauso viel drüber zu sprechen und mit euch hier das Thema genießen zu können. Race King ein letztes Mal an die Box gefahren, holt dann nochmal neue Räder ab, mit Sicherheit. Möchte diese Zeit von Manu nicht auf sich sitzen lassen, da muss nachgelegt werden. Alpha Kevin immer noch im Teamkollegen unterwegs. Jawohl, der lässt sich da gerade ordentlich anschieben von Leverwashed. 0,5 Sekunden Differenz trennen die beiden da gerade aktuell. Wären aber trotzdem auf 3 und 4. Was das Starting Grid betrifft, wunderbar. Rubber Duck auf der fünften Position. Auch er kann sich etwas verbessern. 59,291 sein Ding aktuell. B-Turbo auf der sechsten Position. Auch er 59,382. Palatuna nochmal an die Box rangefahren. Ich glaube, da war gerade im ersten Moment der Harndrang etwas größer. Die Boxencrew ist zum Warten verdonnert. ESA auf P8. Spitty auf der 9. 2 Minuten,119. Hatte ja eben gerade den Einschlag, den wir zu sehen bekamen hier mit dem kapitalen Motorschaden. Thema ist aber wieder behoben. Und jetzt nochmal kurz angasen. Was haben wir? 20.18 Uhr aktuell. Also ich glaube roundabout ein, maximal zwei Runden sind noch möglich, wenn überhaupt. Und dann sollte im ersten Moment das Quali abgeschlossen sein. Dann haben wir einen ganz kleinen Break. Ich bin der Meinung, um 20.30 Uhr geht es weiter dann mit dem Rennen hier. Die Plito auf der 10. Position. Immer noch keine Zeit gefahren von Die Plito. Leverwashed setzt sich zurück, wunderbar. Buschflieger hat da auch zurückgesetzt, das Fahrzeug. Die Zeiten sind weg. Also, die Jungs setzen sich schon zurück. Die kennen das Thema, wie das hier läuft, wunderbar. Jawohl, nur noch Race King am Rollen. Jetzt nicht mehr. Alle sitzen sie in der Box. Das sieht gut aus. Jawohl. Okay, wie gesagt, ein paar Minütchen Pause haben wir. Quali Ende, alle sofort in die Box. Die stehen doch schon alle in der Box, Digga. Da ist doch keiner mehr am Rollen hier. Absolut vorbildlich. Immer eine tolle Bestätigung, wenn die Fahrer so agieren. Auch immer ein tolles Zeichen, weil dann haben sie nämlich dementsprechend das Regelwerk gelesen. Rubber Duck steht da in der Box mit Rundumschäden hier. Vorne hinten kaputt, vorne links kaputt. Alles Kacke. Aber das ist natürlich behoben, diese Schadensthematik. Spätestens dann zum Rennstart. Wunderbar. Gut, dann machen wir nochmal, weil es so toll war, hier das Intro. Ich sag, kann mich gar nicht satt sehen, finde ich absolut genial.
no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. Vordermann. War das der Fehler des Vordermanns? Kann er ihn nutzen? Nein, er kommt selbst von der Strecke ab. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, so schnell kann's gehen, Freunde der Sonne. Dieses Video ist einfach zu kurz. Dieses Intro ist einfach zu kurz. Das ist der Wahnsinn. So. Good evening, buddy. Now in live form. Perfect. Spitty, danke dir für deinen Follower, Digga. Sehr geil, V8-Geballere, auch hier im Stream in Form eines Followers. So, Freunde der Sonne, perfekt, es geht ja 5 vor los. Also, vergesst, was ich gesagt habe, von wegen halb ist völliger Bullshit. Es geht um 5 vor halb schon los. Jetzt sammeln sie sich alle da im zweiten Sektor, damit hier im Grunde das Thema automatisch sortiert wird in Abhängigkeit des Qualis. Sehr geil, sehr genial gemacht hier. Super. Alle im zweiten Sektor, jawohl. Mitten auf der Fahrbahn angehalten. Egal, gelbe Flaggen. Brauchen wir jetzt eh nicht mehr, wenn die Hobel da jetzt ineinander ballern. Wurscht, ist gleich eh alles wieder repariert. Passt. Also, wir machen den Schnelldurchlauf nochmal. Manu auf der Pole Position. Spitzenzeit gefahren hier. 85. Ne, das ist eine 86.000stel schneller wie Race King auf der 2, Leverwashed auf 3, Alpha Kevin auf der 4. Position, Rubber Duck auf 5, B-Turbo auf 6, Palatuna auf 7, Spitty auf 8, Buschflieger auf 9, Diplito auf der 10. Position. The Link 40 expired? Really? Oh mein Gott. Okay, I have to check it. Sample Cat, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen im Stream hier. Anfeuerung, Go Race King Go, jawohl. Wie kann denn der expired sein? Oh Mann. Normally it should be an permalink. I will fix it.
So, Freunde der Sonne. Heiß immer wie Frittenfett, hat er gesagt. Wunderbar. Einblendung, Leinwand auf groß schalten und es geht los hier. Letzter Startplatz auf nach vorne. Das wäre natürlich jetzt mal eine Maßnahme. Joker, da gebe ich dir vollkommen recht. Alle kommen sie weg, das sieht gut aus. Ja, da hinten ein bisschen gepennt, aber alles okay. Wunderbar. Also, Race King auf der 1. Race King hat einen deutlich besseren Start erwischt. Wieder Manu hier. Blenden wir ganz fix ein, hier das Thema nochmal. Race King auf der 2 gestanden, der hat auf der rechten Seite gestanden. Und guckt mal hier, wie dieser Mercedes losschießt. Volle Lotte am M6 vorbei, als wenn der M6 die Handbremse noch nicht rechtzeitig gelöst hätte. Unglaublich, Race King behält da aktuell die Führung, ist auf der rechten Innenseite im Vorteil. Die erste Kurve geht rechts rum, außen probiert Manu zu blocken. Wilde Kollisionen zu sehen aktuell. Wir arbeiten das gleich nochmal auf. Z ist gedrückt. Wir gucken, was passiert ist. Das waren 3-4 Fahrzeuge. 2 davon haben extrem quer gestanden. Oh nee, Palatuner komplett versorgt. Vorne links, hinten rechts. Front- und Heckpartie sind absolut breit. Sieht aus wie dreimal gegessen. Spitty, ähnliches Thema in grün. Heckpartie hinten links, hinten rechts. Und die Frontpartie ist beschädigt. Ihr seht, das Fahrzeug sieht vorne aus wie... heiße. Gut, okay. Die Blito ist schadenfrei. Passt. ESA schadenfrei. Buschflieger schadenfrei. Und Biturbo vorne links die Aufhängung gebrochen. Heißt, respektive die Rechtskurven werden ihm etwas Schwierigkeiten bereiten. Wird damit sicher auch gleich in die Box ranfahren. Ist zumindest naheliegend. Frontpartie ist auch nicht mehr wirklich top. Die Aerodynamik ist Müll, was seine Front betrifft. Alpha Kevin hat einen Heckschaden. Ist da auch mit Sicherheit ein bisschen verwickelt gewesen. Hier hat er eine mitbekommen. Wahrscheinlich Leverwash schadenfrei. Rubber Duck schadenfrei. Race King und Manu haben davon gar nichts mitbekommen. Und Manu ist wieder auf der 1. Manu ist vorbei an Race King. Konnte sich da die Führung zurück erkämpfen. Hat er gut gemacht. Wir gucken nochmal die erste Rechtskurve nach dem Startprozedere. Da sind 2-3 Kollegen ein bisschen weit gegangen. Da gab es ein bisschen Lackaustausch und dann macht es bam, 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 bam. Und so schnell kann man das gar nicht einfangen. Wahnsinn. Also da dreht sich jetzt Spitty komplett ein. Ja, das ist Tokio. Willkommen auf Tokio, Freunde der Sonne. Palatune an die Box rangefahren, lässt da den Schaden beheben. Ja, muss er auch. So extrem, wie der Kollege hier versorgt worden ist. Genauso Spitty auch rangefahren. Ja, da kannst du ja nicht mehr wirklich schnell vorwärts fahren mit dem Hobel, wenn der so aussieht. Was macht ihr denn, Freunde der Sonne? Vorne ein Dreiergebettel um die Spitze. Rubber Duck setzt sich da gegen beide Kollegen durch. Der war durch, genau, der war auch nämlich auf der dritten Position gewesen. Jetzt mittlerweile ist er vorbei an Race King und an Manu. Rubber Duck auf der dritten Position. Wir gehen mal ins Cockpit rein. Das müssen wir live sehen. Boah, Innenseite. Schön der Begrenzer. Ihr hört's klack, klack, klack. Kein Vortrieb mehr, aber das hat gereicht. Er hat beide stehen lassen. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Tolles Überholmanöver. Auch von beiden Jungs gut mitgespielt, da im ersten Moment den Rubber Duck ziehen zu lassen hier. 30 Runden haben wir auf der Uhr stehen. Bis zum Zieleinlauf. Oh Mann, du drückst dahinter Race King. Wie ein ganz großer. Und Leverwash ist auch nicht allzu weit hinten dran weg. 0,6 Sekunden. Das kann man in 1-2 Kurven mal schön geschmeidig über die Bremse wieder zufahren, schließen. Alpha Kevin auf der 5 aktuell, 0,8 Sekunden hinter Leverwash. Jetzt kam das Überholmanöver. Manu vorbei an Race King. Race King setzt den Konter über die Innenseite. Manu lässt gewähren. Ah, da fliegen so ein paar Penüppel umher. Die braucht eh kein Mensch. Vollkommen richtig. Schmeiß weg den Mist. Jetzt auf die lange Gerade hier. Wir gehen rein zum Manu ins Cockpit. Hinten dran Leverwash, 0,6 Sekunden. Auch dort zieht der Windschatten. Leverwash kann da mit Sicherheit gleich den Angriff starten. Aber er muss natürlich auch, Manu muss natürlich auch nach vorne gucken. Was macht Race King? Race King setzt sich neben Rubber Duck Innenseite und ist vorbei am Markenkollegen hier. Ha! Und der Manu setzt auch an. Boah!
sehr stark. Sehr stark gemacht. Manu ebenfalls vorbei am Rubber Duck. Und für Leverwash hat es nicht ganz gereicht. Konnte damit sicher etwas näher fahren. Aber final nicht den Angriff setzen hier gegen Manu. Tokio ist genial. Also, wir gehen es einmal im Schnelldurchlauf durch. Hier Race King auf der 1. In Führung liegen aktuell vor Manu. Wobei die sich regelmäßig abwechseln werden. Jede Wette. Manu auf 2, Rubber Duck auf 3, Leverwashed auf 4, Alpha Kevin auf der 5, Bitobo auf 6, Buschflieger auf der 7. Position, 0,6 Sekunden hinten dran ist die Plito auf 8, Palatuna auf 9, komplett wieder instand gesetzt. Der Kollege Esa auf der 10. Position ist ein bisschen weit gegangen gerade und Spitty auf P11. Auch er hier durch den Schaden, den er davon getragen hatte, musste sich da mal ganz kurz mit der Box auseinandersetzen. Aber jetzt passt wieder alles und muss 8,1 Sekunden zufahren in Richtung Kollege Eser hier auf der 10. Manu wieder vorbei an Race King. Ja, aber absetzen wird extrem schwer werden hier. Aki, wunderschönen guten Abend. Sehen wir gleich den nächsten Angriff. Mit Sicherheit. Wir sind auf der ganz, ganz langen Geraden unterwegs. Jawohl. Da ist der Kollege am Vorbeifliegen. Toll gemacht. SFRT Race King somit wieder in Führung liegend. Ich glaube, da können wir jede Runde draufbleiben hier. Auf dieser geraden Sektion hinten dran Rubber Duck. Da gab es die leichte Kollision. Da sehen wir die Front verschwinden von Manu in dem Fall. Rubber Duck wäre im Vorteil. Auf der Innenseite da zu dritt nebeneinander. Manu ganz leicht versetzt, steckt auch zurück. Boah, die geben sie jetzt aber richtig. Leverwashed ist dran. Leverwashed ist dran, der möchte da mitspielen. Jetzt haben wir das klassische Quartett in Form des D-Zuges. Nur nicht abreißen lassen, Freunde der Sonne hier. Alpha Kevin ist schon 3 Sekunden hinten dran auf der 5. Position. Ohne Windschatten wird es natürlich extrem schwer für Alpha Kevin hier den Anschluss wieder zu finden an die Spitze, an das Quartett. Weil die da dementsprechend so dermaßen was von wegknallen und sich gegenseitig über den Windschatten supporten. Alpha Kevin auch immer noch den Heckschaden da. Also eine leichte Anbress-Problematik in seinem Heckbereich hier mit seinem Mercedes. P11 zur Spitze, blenden wir ein. 1 Minute 08 hier. Oh. War der Kollege Eser gerade in der Box gewesen? Falsche Taste erwischt, sorry. Ja. Eser war in der Box gewesen hier. Aber wieso das denn? Ich hoffe mal nicht, dass er sich einen Schaden eingefahren hat. Ja, jetzt sind es noch 43 Sekunden. Tendenz fallend. Das muss ein Anzeigefehler sein. Das ist Quatsch. Also, Race King 1, Manu 2, Alpha Kevin auf der 3. Wieso das denn? Was ist denn Leverwashed passiert? Beziehungsweise Rubber Duck. Oh, Rubber Duck ist eingeschlagen. Ihr seht, Heckbereich ist komplett bearbeitet hier. Leverwashed fährt an die Box ran, weil Motorschaden. Ach du Scheibenkleister. Jetzt tut's hier Schläge. Jetzt passiert eins nach dem anderen. Ja, da sehen wir's. Rubber Duck hat sich da im Bereich der Haarnadel am Kurvenausgang eingedreht. Mit Sicherheit dann Tick zu schnell gewesen im Ausgangsbereich. Palatuna ist auch komplett versorgt, fast bis auf Motorschaden. Blinkt alles relativ wild und hinten rechts ist noch in Ordnung. Die Turbo ist da auch an die Box rangefahren. So, Manu wieder in Führung liegend. Somit ist aus dem Quartett nur noch das Duo geworden. Manu direkt verfolgt, massiv verfolgt vom Race King hier auf der 2. Alpha Kevin auf der 3. Position. Der hat sich jetzt frei arbeiten können durch den Fehler da von Rubber Duck. Und Leverwashed ist, wie gesagt, ebenfalls an die Box reingefahren. Ich denke, dass da eventuell Kontakt zwischen den beiden Fahrern am Start war. Sodass jetzt beide hier die Box mal kurzfristig anfahren mussten hier. Hat jetzt auch extrem viel Luft nach vorne und auch einen genüsslichen Abstand nach hinten von 3,5 Sekunden hier. Der Alpha Kevin auf Rubber Duck, der noch nicht in der Box war. Oh, das ist doch fast unfahrbar mit dem Schaden, Mensch, Kerle.
hat sich da im letzten Umlauf nicht entschieden, die Box anzufahren. Ich bin mal gespannt, ob er es dann gleich macht innerhalb dieser Runde am Ende. Die Plito auf der 5. Position. Leverwurst auf der 6. wieder final rausgekommen. Sehr gut, Palatune auf 7. 5,4 Sekunden Vorsprung vor Bitogo auf der 8. Position. 10,2 Sekunden Bitogo Vorsprung zu Buschflieger auf 9. Spitty auf 10, Esa auf der Position 11. Jetzt haben wir wieder die richtige Anzeige. Oh, der BMW M6 von Esa sieht böse aus vorne im Frontbereich. Vor dem Rennen war es noch ein Neuwagen, jetzt ist es mittlerweile nur noch ein gut gebrauchter, so wie der aussieht. Aber trotzdem ist das Thema noch schneller vorwärts wie rückwärts, definitiv. Also, Race King und Manu wechseln sich immer noch permanent ab hier um das Thema Führungsarbeit. Machen sie aber richtig gut. Lassen sich im ersten Moment immer den Platz, den sie jeweils brauchen. Das macht natürlich auch umso mehr Spaß hier, wenn du wirklich fighten kannst. Beziehungsweise mit einem Kollegen über diese Strecke ballern kannst hier auf Tokio, der an die gleiche Pace gehen kann. Beziehungsweise die gleiche Pace im besten Fall. Dann kannst du hier natürlich richtig mit Knallgas und einem mega fetten Grinsen hier diesen Abend genießen. Die Plito auf der 5, 2,2 Sekunden Vorsprung vor die Leverwurst hier. Plito 1,3 Sekunden, da kommt die Leverwurst böse rangeflogen hier, der Kollege. Das dauert nicht mehr lang, bis er dran ist an die Plito. Nämlich genau jetzt, und jetzt wird auch gleich der Angriff gesetzt in dem Zuge. Wahnsinn, voll vorbei, ohne Probleme. Ohne mit der Wimper zu zucken, ballert er hier vorbei an die Plito, als wenn die Plito irgendwie, weiß ich nicht, seinen 6. Gang ausgebaut hätte oder dergleichen. Unglaublich. Und gleich mal schon eine Sekunde weg. Gut, die Plito ist natürlich auch mit stümpferen Waffen unterwegs. Ne, ihr seht es, Reifenverbrauch, Reifenverschleiß ist deutlich höher. Im Gegenzug zu dem Reifenmaterial von Leverwurst. Dadurch, dass er in der Box war und hat sich da neue Räder abgeholt, ist natürlich dieser Vorteil ohne Probleme aufgegangen, rechnerisch. Palatuna eine Sekunde hinter die Plito auf der 7. Panathina auch gleich mal in der Lage, hier an die Plito vorbeizufahren. Jetzt haben wir auf der langen Gerade im Tunnelbereich unterwegs. Rubber Duck an die Box gefahren. Wieso das denn? Okay, jetzt wird der Heckschaden repariert. Also, der Kollege ist definitiv nicht rangefahren im letzten Umlauf, sondern hat jetzt hier das Thema so lange gezogen, damit er seine eigentliche Taktik wieder nicht umschmeißen muss und beibehalten kann. Alpha Kevin kann aktuell leider Gottes nicht die Pace gehen von der Spitze. Aktuelle Top-Rennzeit hier von Race King, die 58,749. Ja, eventuell kann sich der Race King auch gerade mal so ein bisschen absetzen hier von Manu. Letzter Umlauf vom Race King war die 59,789. Manu ist gefahren 2 Minuten,344. Kann natürlich im ersten Moment auch so ein bisschen dem Windschatten hier geschuldet sein. Nee, Race King kommt weg. Race King kommt weg im ersten Moment von Manu. Ah, leichter Quersteher hier in diese Haarnadelkurve rein, in diese rechts von Manu zu sehen gewesen. Recht eng beisammen, das gesamte Fahrerfeld. Wir sind in Runde 7 von 30. Die Turbo 2,7 Sekunden Rückstand auf die Plito hier. Ist der Markenkollege beides Mal hier BMW M6 das Thema von die Plito und Biturbo. Biturbo sollte aber ranfahren können, hat deutlich bessere Räder, ist zwar vom Tank her etwas voller wie die Plito. Aber ich würde mal ganz frech behaupten, das machen die Reifen hier
sind in der Lage, das zu kompensieren. 2 Sekunden noch. Rubber Duck auf der 8. Position. Wieder komplett intakt. Und hat jetzt als erste Hausnummer hier diese 8,7 Sekunden zu schließen, zuzufahren Richtung Viterbo. Dann kann er um P7 kämpfen. Buschflieger auf der 9. Position. 4,7 Sekunden Rückstand auf Rubber Duck. 2,5 Sekunden Vorsprung auf Spitty auf der 10. Und 27,6 Sekunden hat Spitty Vorsprung auf den Kollegen Esa auf der 11. Ja, Race King ist weg. Race King konnte sich absetzen, ganz souverän hier vom Manu. Der optisch gesehen einen ganz leichten, höheren Verschleiß hat von den Reifen. Somit Manu 3 Sekunden hinten dran, hinter der Spitze, hinter Race King. Aber immer noch 16 Sekunden da knapp, Vorsprung auf P3. Tendenz weiter anwachsend hier, Alpha Kevin hat den Heckschaden immer noch am Start aktuell. Und es sieht so aus, als wenn er hier auch nicht den Schaden reparieren lassen möchte, sondern sagt sich, nein, ich gehe von meiner Taktik nicht weg. Ich nehme den Schaden in Kauf und ziehe den ersten Stint komplett durch. Leverwurst auf der 4. Position. Der B-Turbo ist am Diplito vorbei. Freunde der Sonne. Der B-Turbo ist am Diplito vorbei. Aber mal ganz dezent. Da konnte Diplito gar nichts gegen machen. Den Markenkollegen nicht aufhalten. Biegt jetzt auch links ab in die Box rein. Jawohl. Erster regulärer Stopp für Diplito. Wahnsinn. Wir haben schon eine Differenzzeit hier von P1 zu P7 aktuell von 46 Sekunden. Das ist eine kleine Welt, Freunde der Sonne. Auch wenn wir gleich erst das erste Drittel geschafft haben hier vom Rennen. Buschflieger auf der 8. Mit seiner Supra hier. Gucken mal Referenzzeiten hier im Vergleich Spitty und Buschflieger. 2 Minuten, 2 Minuten 1 zu sehen ab und an bei Spitty, Buschflieger 2 Minuten 1, aber keine 2 Minuten glatt hier. Also da sollte Spitty in der Lage sein, die Lücke zuzufahren. Eventuell, wenn ihm nicht seine Reifenthematik schon das Genick bricht und böser Quersteher hier. Meine Herren! Ach, da war er ein Tick zu schnell, da hat das Fahrzeug über die Vorderachse verloren hier, sein Mercedes AMG. GT3, wir blenden es nochmal ein. Links rum und jetzt beim Umsetzen in die Rechtskurve hat er das Fahrzeug über die Vorderachse verloren und schlägt links in die Wand ein. Dementsprechend hier Heckschaden zu sehen. 14,6 Sekunden Strafe bekommen. Echt jetzt? 14,6 Sekunden. Ja, da kannst du ja gleich anhalten und aussteigen bei der Strafe. Boah. Das reicht so, dass Diplito ohne Probleme hier vorbeifahren sollte, obwohl es knapp 12 Sekunden waren, die er da noch weg war. Ja, baut die Strafe jetzt auch konstant und permanent ab. Boah, was eine Zahl. 14,5 Sekunden. Also Race King. Was? 8,7 Sekunden ist der da vorne schon weg. Tja, das sieht so aus, als wenn der hier mit Manu gespielt hat die ganze Zeit und mit den Kollegen in den ersten 3-4 Runden. Der knallt jetzt ja nur noch 59er Zeiten hin hier, der Race King. 59,7, 59,3, 59,7, 59,6 hier innerhalb der letzten 4 Runden. Wahnsinn.
Race King hat den Nagel definitiv an der richtigen Stelle im Kopf. Unglaublich. Manu auf der 2. Oh! Manu hat keinen Sprit mehr. Oh, das wird eng, das wird eng, das wird eng. Der Manu rollt aus. Der Manu rollt aus in Gang 5. Manu hat keinen Sprit mehr. Kelle, was machst du denn? Manu hat keinen Sprit mehr und hat 16 Sekunden Vorsprung und Alpha Kevin kommt rangeflogen. Manu hat sich komplett verschätzt. Race King an die Box gefahren, im Hintergrund zu sehen. Erster regulärer Stopp kommt da an mit 3 Liter Rest und Manu hat keinen Tank mehr, keinen Tankinhalt mehr. Oh Mann, das sind noch ein paar Meter bis zur Box. Die kommen ihm jetzt mit Sicherheit vor wie eine halbe Ewigkeit, gefühlt. Ja, und hier kommt Alpha Kevin. Alpha Kevin schießt in diesem Moment am Manu vorbei. Ich fress ein Besen. Kerle. Manu rollt hier mit 80 km/h in die Box rein. Alpha Kevin ist jetzt auch reingepfeilt in die Box. Wird aber ohne Probleme vor Manu wieder rauskommen. Leverwash ebenfalls regulärer Stopp zu sehen. Sehr gut. Palatuna vorbeigegangen. Biturbo vorbeigegangen. An den Kollegen Alpha Kevin, Leverwash und Manu. Rubber Duck ebenfalls vorbeigefahren. Ich fress einen Besen. Manu ist der Sprit ausgegangen am Ende vom ersten Turn. Vom ersten Stint so rum. Buschflieger vorbei auf der 5. Alpha Kevin kommt wieder zurück auf die Strecke auf P6. Leverwurst auf P7. Selbst Leverwurst hat es geschafft, hier an Manu vorbeizufahren. Manu, was machst du denn für Sachen? Also, Race King immer noch in Führung liegend hier. Der kann es total geschmeidig angehen lassen. Hat 6,1 Sekunden Vorsprung vor Palatuna und weiß, dass dieser hier in der Corvette C7 definitiv an die Box ranfahren muss. Der war nämlich noch nicht dran hier für seinen ersten geplanten Stop. Nämlich Biturbo auf der 3. Position. Ähnliches Thema in Grün. Hat noch ein paar Runden Zeit, bis er da ranfahren muss. Aber auch er muss definitiv nachtanken und die Räder wechseln demnächst. Rubber Duck auf der 4. Position. Da ist deutlich mehr Zeit. Komm, Kollege hat da etwas umtaktiert. Beziehungsweise ist er komplett auf einer ganz anderen Taktik unterwegs wie Race King. Buschflieger auf der P5. 4,5 Sekunden. Tendenz massiv fallend. Alpha Kevin kommt da rangeknallt vor dem Herrn. Ist aber auch logisch durch die neuen Räder. Unter seinem Chassis, unter seinem AMG hier. Was ein Thema. 2,9 Sekunden hinten dran ist der Teamkollege hier von Alpha Kevin. Auf der 7 liegend. Wenn sie es jetzt geschickt machen, fahren sie sich wieder zusammen. In dem Moment Palatuna an die Box rangefahren. Regulärer Stopp. Biturbo fährt noch eine Runde. Der kann ohne Probleme noch ein paar draußen bleiben. In Summe würde ich behaupten, sind es maximal 4 Runden. Eher 3. Wenn die Räder natürlich noch ein bisschen mitmachen hier bei Biturbo. Robert Duck geht da vorbei. Neuer Drittplatzierter. Aktuell Buschflieger vorbei. Viertplatzierter Palatuna steht noch. Alpha Kevin kommt vorbei. Sollte Leverwurst ebenfalls in der Lage sein, dies zu tun. Ganz genau. Persönlich schnellste Rennrunde hier von Leverwurst im Rennen. Die 59,947. Palatuna jetzt wieder zurück auf der Strecke auf P7. Ja, knappe 3 Sekunden sollte er Rückstand dann haben auf Leverwurst hier. Am Ende von dieser langen Geraden zur Doppelrechts hin. Manu auf der 8. Position. Muss da im ersten Moment die 12,2 Sekunden zufahren Richtung Palatuna, um P7 hier fighten zu können. Bisschen mehr wie die Hälfte des Rennens haben wir noch zu absolvieren. Wir sind in Runde 12 von 30. Die Plito auf 9. Ese auf 10. Spitty auf der 11. Mit dieser Höllenstrafe da drauf. Diese 14,5 Sekunden. Absolut, ich bin sprachlos hier. 14,5 Sekunden. Wegen dem Wandeinschlag. Darf es keinem erzählen, glaubt ihr keiner?
Spitty hat 21,5 Sekunden aufzuholen in Richtung ESA. Dann hat er den Anschluss wieder gefunden an den Kollegen. Race King 11,5 Sekunden da vorne weg. Vor Bitobo, der noch weiter draußen bleibt. Jawohl. Ja, ich denke, dass er jetzt am Ende dieser Runde, der Runde 13, an die Box ranfahren muss. Nicht, dass ihm das gleiche passiert wie Manu. Wer liebt, der schiebt. Brauchst du hier definitiv ihn noch im Kopf auf Tokio. Rubber Duck auf der dritten Position. Sollte da an Bitobo ohne Probleme vorbeigehen, sobald dieser an die Box ranfährt. Kann da auch ohne Probleme noch ein Momentchen draußen bleiben. Ja, Race King hat richtig gut taktiert hier. Der hat den Hobel komplett vollgeeimert bis unter das Dach bei seinem ersten Stop. Sein erster Stop in Runde 10. Bin mal gespannt, ob er hier die 10er-Strategie fährt. Würde bedeuten, er muss maximal zweimal an die Box ranfahren in Runde 10, in Runde 20 und dann hat er nur noch den Rest zu fahren. Wenn er dementsprechend mit den Reifen dann ein bisschen aushalten kann, was definitiv danach aussieht. Also der Race King scheint hier ein Reifenflüsterer zu sein. Dann sollte das Thema sich ohne Probleme ausgehen. Wir gucken mal Rubber Duck. Mrs. Track, no one race this anymore. Really? Okay. Rubber Duck hat 19,3 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Ja, da sollte Race King noch ein bisschen ausbauen. Wobei, nö, muss er gar nicht. Muss er gar nicht. Rubber Duck muss auf jeden Fall vor Race King in die Box einfahren. Race King ist da besser aufgestellt, was Thema Reifen und Tankinhalt betrifft. Bitobo in diesem Moment rangefahren, ganz genau. Oh, der kommt da mit einem Liter Rest rein. Ist definitiv das Ende der Runde 13 hier, wo er rangefahren ist. Okay. Was ist dieses Check-in-End-Lobbys? Okay. Somit Buschflieger Rubber Duck, Buschflieger Alpha Kevin Leverwurst vorbei an Bitobo. Buschflieger muss auch raus. Dann hier und an die Box fahren. That's normal. That's normal, buddy. It's Wednesday evening. Many races are running. Buschflieger muss definitiv ranfahren am Ende dieser Runde. Jawohl. Alpha Kevin hat da ein Momentchen Zeit. Hat 29,2 Sekunden Rückstand. Ich denke, das ist die erste Referenzgröße hier für Race King in dem Fall. Der wird ohne Probleme die Führung behalten können, wenn er dann hier in Runde 20 ranfährt. Vielleicht kann er auch in Runde 21 da erst an die Box fahren. Wir gucken mal, wie sich's ausgeht. Aki, wieso denn 7? Was läuft denn noch parallel zu uns? Was übertragen wird, meine ich jetzt. Also ich weiß, hier gibt's 5. But we got 5 leagues during this event, this Afterwork Racing League. Ach so. Nee, von der Afterwork Racing Liga sind es definitiv 5. Also es gibt 5 Ligen hier. Wir haben hier aktuell die Liga 2 vor der Nase. Und dann gibt es noch weitere 4. Ich glaube, der Vincent sogar, Aki, der Vincent überträgt hier die Liga 5, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, Buschflieger rangefahren an die Box. Wunderbar. 1 Liter Restinhalt. Freunde der Sonne, die Jungs sind hier extrem am Pokern. Wahnsinn. Rubber Duck auf der 2 noch liegend. Wird er auch maximal. Ich hab's offen, weil Don Bombi kackt gerade
Wer ist denn Don Bombi? Don Bombi. Genau, da schreibt der Manuel, der Teamkollege hier. Sag, hast du getrunken? Ne, heute noch nicht. Oh, das heißt Perma-Zustand, ja, Digga. Perma-Zustand. Don Bombata. Auch kenne ich gar nicht. Don Bombata kenne ich gar nicht. Männers, es tut mir leid, aber ich muss ganz kurz mal austreten dürfen, weil sonst habe ich hier gleich die Niagara-Fälle in live hier. Ich bin gleich wieder für euch da. Gebt mir eine Sekunde. Ah, so sorry, Männers. Freunde der Sonne, sorry dafür, aber das war gerade allerhöchste Eisenbahn. Also, wir haben uns Cookie-Phone wieder an, wunderbar. Gehen wir zurück ins Thema. Was brauchst du von mir? Kurz nachlesen hier. Wenn ich brauche vielleicht nochmal oder die Tage wegen Twitch und YouTube-Videos uploaden, ab der Zeit Abendbrot für BDOs für. Was? Digga, du hast doch definitiv eingesoffen. Keine Ahnung, was du jetzt von mir möchtest. Aber kriegen wir nachher auf jeden Fall hin. Ja, machen wir. Schaffen wir. Also, zurück zum Thema. Race King immer noch auf der 1 in Führung liegend hier. Ich glaube, das lässt er sich im ersten Moment auch gar nicht nehmen, das Thema. 20,2 Sekunden Vorsprung vor Rubber Duck auf der 2, der jetzt rein muss an die Box. Einmal links abbiegen bitte, Rubber Duck. Spritinhalt ist zu wenig, um eine weitere Runde zu fahren. Wunderbar, Alpha Kevin auf der dritten Position, 10 Sekunden Rückstand, der fliegt da gleich vorbei an Rubber Duck. Neuer Zweitplatzierter wird das Thema für ihn gleich. Leverwurst folgt dem Teamkollegen, dem Alpha Kevin, geht da ebenfalls vorbei an Rubber Duck. Palatüne auf der fünften Position kann da auch vorbeifahren, wunderbar. Das passte. Bitobo auf der sechsten Position, Manu auf 7, Buschflieger auf 8, Diplito auf 9, Spitty auf 10. ESA auf der 11. Position. Da ist Bitty vorbeigekommen am Kollegen ESA hier. Boah. 30,4 Sekunden ist der Race King da vorne wegmarschiert. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ich glaube ja, dass der am heutigen Abend wirklich nur gegen sich um die Uhr fährt. Am Anfang eine tolle Show geliefert, die ersten 3, 4, 5 Runden mit den Kollegen hier. Das Quartett, was wir gesehen haben, war allererste Sahne. Wer ist jetzt rangefahren an die Box? Diplito. Diplito ist rangefahren. Nächster regulärer Stopp. Halbzeit des Rennens. Wir sind in Runde 17 von 30. Halbzeit ist Geschichte. 13 Runden noch auf der Uhr bis zur schwarz-weiß karierten. Dann.
2 Minuten,3. Die letzten zwei Runden von Alpha Kevin Leverwash 59,995 zu 2 Minuten,421 im letzten Umlauf. Also da wird jetzt nicht aufeinander gewartet, hier die Teamkollegen, sondern da wird jetzt alles gefahren, was irgendwie möglich ist. Absolut am Limit. Wenn sich's ausgeht und man kann sich dann ziehen gegenseitig, ist es okay. Ansonsten gewartet wird definitiv nicht. Palatuna auf der 4. Position. Halbvoller Tank. Müsste circa in 3-4 Runden an die Box fahren. Respektive 4, maximal 5. Also für ihn auch noch ein Stop, den wir sehen werden. Hier mit der Corvette C7. Vitoro auf der 5, 3,7 Sekunden Rückstand zu Palatuna, 4,1 Sekunden Vorsprung vor Rubber Duck auf der 6. Oh. Oh. Rubber Duck hat da recht wenig Sprit mitgenommen. Wobei ich denke, dass wenn die komplett voll machen, hier die Hobel, dass es definitiv nicht reicht, hier 10 Runden zu fahren. Das sollte zu knapp werden. Wobei, auf der anderen Seite, Race King bezeigt uns ja, wie es funktioniert, ne? Der war in Runde 10 an der Box gewesen. Ach Gott. Ich muss doch mal kurz hier schauen. Was? Es gab gerade Futter, aber das erst nach dem Rennen. Ja, Leverwurst ist an Alpha Kevin dran, hier am Teamkollegen. Oh, der geht aber weit raus, der Alpha Kevin hier. Da ist Leverwurst auf jeden Fall deutlich besser durchgekommen durch diese Hanal-Kurve. Wir schalten zum Leverwurst ins Cockpit rein. Das möchte ich live sehen. 0,4 Sekunden, absolutes Windschattenverhalten hier, den er da gespendet bekommt vom Teamkollegen von Alpha Kevin in dem Moment. 0,3, 0,2, jawohl, 0,1 Gleis. Und jetzt zack, nach rechts raus. Da ist er, da taucht er auf. Der Teamkollege Alpha Kevin hier. Nach hinten raus siehst du gar nichts, ist nur extrem viel Metall im Weg. Das ist beim Benz auch geil gemacht, wenn du hier nach rechts guckst, du siehst einfach nur schwarz. Das ist die hochgezogene Wange seitlich vom Sitz, die den Kopf im Endeffekt stützt im Unfallverhalten. Ähnlich wie zweites Handsystem, das sogenannte Head and Neck System, was die Rennfahrer hier tragen müssen und angelegt haben müssen. Grandioses Thema. Also, Leverwash somit ohne Probleme vorbeigegangen am Teamkollegen. Und ich hoffe, dass Alpha Kevin jetzt hier in der Lage ist, dran zu bleiben am Teamkollegen. Seitens seiner Waffen, in Anführungszeichen, die ihm zur Verfügung stehen, sollte es machbar und möglich sein. Vielleicht sind sie sogar in der Lage, hier ein bisschen an dem Vorsprung hier zu arbeiten. Ja, wobei, der Race King, der hat hier Methyl oder so ein Quatsch heute in den Adern fließen am heutigen Abend. Der ist unheimlich schnell unterwegs und vor allen Dingen verdammt konstant. Wobei, das sind sie im ersten Moment alle. Also mit Konstanz. Gegenkonter. Angriff Alpha Kevin über die Innenseite am Teamkollegen vorbei. Leverwash kontert. Leverwash innen durchgegangen. Ist Alpha Kevin weit rausgefahren durch diese Haarnadelkurve. Ist aber wieder im Windschattenbereich unterwegs vom Teamkollegen. Sollte gepasst haben. Hat nur ein bisschen Zeit gekostet. Ich würde behaupten 2 bis 3 Zehntel, wenn überhaupt. Und jetzt kann man es wieder über den Windschatten kompensieren. Palatuna auf der 4. Position, 0,8 Sekunden hinten dran ist Biturbo. Das heißt, M6 Power verfolgt hier die Performance der Corvette C7. Ja, normalerweise geht die Corvette hier auf dieser Gerade wie Hölle, aber das, ja, was heißt wie Hölle? Wir haben hier einfach generell das Begrenzerproblem, ne? 2,75
ohne Windschatten und mit Windschatten ist es ein bisschen mehr. Oder sagen wir mal 73 ohne Windschatten und mit Windschatten. Die 82 sehen wir gerade. 81, 82 ist am Flackern, 83 sogar. Alter, wie geht denn bitte schön diese Corvette? Nicht schlecht. Na, hier sieht man ein bisschen was. Zumindest sieht man das fette Fischbrett da hinten drauf. Alias Heckspoiler. Der für den nötigen Bums auf der Hinterachse sorgt bei den Fahrzeugen. Ich liebe diese Kamera. Biturbo massiv im Heckbereich von Palatuna unterwegs. Da warten wir jetzt nur drauf, wo er sich entscheidet. Für welche Seite? An welcher Stelle dieser Strecke hier auf Tokio? Wo geht's vorbei? Links, rechts oder Schleudersitz? Aber Schleudersitz bitte nicht wählen. Das ist nur eine verbale Option. Oh, sehr geil, sehr geil. Das war richtig knapp von Palatuna. So, Race King an die Box angefahren im Hintergrund. Nächster Stop. Es ist genau Runde 20. Der Kollege ist auf 10-10 Rest unterwegs. Was seine Taktik betrifft. Ganz kurz aber mal hingucken, was hat der an Rädern? Boah, der hat ja gar kein Verschleiß nahezu. Ich sage, Reifenflüsterer vor dem Herrn. Achtung, Achtung, Achtung. Boah, ein wilder Slide hier von Biturbo und trotzdem Palatuna hat das gesehen und lässt ihn gewähren. Sehr tolles Manöver. Sehr gut gemacht. Absolut par excellence hier das Thema. In dem Moment Leverwurst und Alpha Kevin an die Box rangefahren, beide zusammen. Ja, da hat Palatuna gelupft. Definitiv. Toll gemacht. Also, Alpha Kevin und Leverwurst an die Box rangefahren. Da gibt es jetzt das Schnitzel um Eckle. Ein letztes Mal hier auch Alpha Kevin Leverwurst auf dem 10er-10er Verhalten unterwegs. Genau, komplett voll gemacht, die Hobel. Sehr geil. Stühle sind voll bis unters Dach. Wo ist Race King? Race King? Race King ist auf der 11. Wieso ist Race King auf der 11? Hä? Das muss ein Anzeigefehler sein. Das kann nicht sein. Der kann nicht das komplette... Das funktioniert nicht. Rechnet mal nach. Der hatte 30 Sekunden Vorsprung plus. Und wenn wir jetzt im Endeffekt hier den ESA einfangen, 1 Minute 15 auf die Spitze. Das ist ja komisch. Wieso ist denn der Race King jetzt auf der 11 gewertet und geführt? Boxenrunde. Männers, wir machen mal Folgendes. Ich gehe mal ganz kurz aus dem Spectator-Modus hier raus. Ich gehe nochmal rein. Das macht keinen Sinn. Das gibt's nicht. Alpha Kevin und Leverwurst sind an Buschflieger dran. Ja, jetzt stimmt's. Race King ist an der Spitze. Race King ist an der Spitze. Alles gut, das war ein Anzeigefehler gewesen. Biturbo Palatuna in dem Moment rangefahren. 5 und 10 Liter Restinhalt seitens der Kollegen. Da wäre auch keine Runde mehr gegangen bei Biturbo. Definitiv nicht. Rubber Duck auf der 2. Aktuell. Hat noch ein Momentchen. Bis auch er zu seinem letzten Stop da reinkommen muss. Race King bleibt da vorne in Führung. Das sah extrem komisch aus hier, Akilein, gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin eben auch mal ganz kurz erschrocken und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ach, das wäre es natürlich jetzt gewesen, ne? Wenn Race King da den DC gehabt hätte oder dergleichen. Oh, hier wieder schnell unterwegs im Bereich vom nach dem zweiten Sektor. Ist vielleicht in der Lage, seine eigene Zeit zu schlagen. Hier die 1,58,749, die er da relativ am Anfang des Rennens in den Asphalt gebrannt hat. Bifferalo, wunderschönen guten Abend. Weiterer Kollege von SFRT. Herzlich willkommen im Stream hier.
Rubber Duck auf der 2, Buschflieger auf 3, immer noch in front of Leverwashed und Alpha Kevin. Wir gucken uns das Ganze mal hier aus der Sicht von Alpha Kevin an. Wie der Teamkollege da vorne dran, Leverwashed, hier den Buschflieger unter Pressure setzt, unter Druck setzt. Deutlich mehr Schwung. Echt jetzt? Sauber, komplett. Sehr, sehr früh vom Gas gegangen hier, der Alpha Kevin. Möchte Leverwashed auf jeden Fall die Arbeit alleine machen lassen im ersten Moment hier, was den Druck auf Buschflieger betrifft. Boah, als wenn der steht. Als wenn der steht. Buschflieger von beiden Kollegen aufgenatzt worden, aber extrem. Oh, pass auf, da ist die Kurve noch nicht zu Ende. Buschflieger Kontrolle behalten in der Supra. Mach keinen Scheiß hier. Ich bin doch der Jack Nicholson. Ach so. Ja, Digga, das steht nicht im Chat. Im Chat steht vorne dran Pifarayo. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Also dann für dich nochmal, Jack Nicholson. Wunderschönen guten Abend. Weil du einfach ein Stefan bist. Ja, okay, das hat jetzt hier in dem Fall der Aki geschrieben, nicht ich. Ah, voll lauter Gebabbel aus. Wir sollten mal rausgehen. Buschflieger in dem Moment an die Box rangefahren. Wunderbar. Auch er mit Sicherheit hier. Okay, jetzt fast. Ja. Fast voll gemacht. Für die letzten 7 verbleibenden Runden, nein, 8 verbleibenden Runden ist er gewappnet. Muss dann da nicht mehr seine Crew behelligen. Und auf die Nerven im Race King immer noch in Führung. Echt? Der überrundet gleich hier. Race King überrundet gleich den Kollegen Isa, müsste das sein. Da, hier vorne. Nein, das ist nicht Isa, das ist Spitty. An dem er in dem Moment vorbeigeht hier. Ganz genau, hier Spitty im Bild. Der Markenkollege, beides mal Mercedes-Benz AMG GT3. Die Plito an die Box rangefahren. Auch er sein letzter Stop. Oh, der hat noch richtig Tankinhalt am Start. Ist aber mit den Reifen nicht mehr zufrieden. Muss aber dementsprechend jetzt ein bisschen weniger nachtanken. Ah, von wegen. Der hat das Ding komplett vollgekübelt. Also nicht er als Fahrer ins Cockpit, sondern er als Fahrer entschieden, einmal den Tank bitte bis Oberkant Unterlippe füllen. Auch geil. Super, Race King immer noch auf der 1. Rubber Duck auf der 2. Der jetzt links abbiegt in diesem Moment ganz genau. 20,7 Sekunden hinten dran sind die Teamkollegen Leverwashed und Alpha Kevin auf 3 und 4. Die sollten da aber mit Sicherheit ohne Probleme in der Lage sein, vorbeizufahren. Die kommen nämlich jetzt schon auf der langen Geraden in den Tunnelbereich angeflogen. Ich weiß nicht, wie ich das ändern kann. Aki, erklär mir das mal bitte auf Discord. Ja, bitte, mach das mal. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn und man erkennt euch. Leverwashed, Alpha Kevin vorbei. Alpha Kevin bleibt aber hinten dran, hinterm Teamkollegen. Oder? Setzt er gleich die Attacke? Aktuell ist der auf der Innenseite, aber noch nicht wirklich nebendran. Ist nur aus der Dirty Air rausgefahren. Ja, bleibt hinten dran. Alpha Kevin bleibt hinten dran. Rubber Duck auf der 4. Position. Wieder zurück auf der Strecke. Und hinten dran Palatuna und Bitubo. Die zwei auch ganz dicht beisammen hier. Da wird es das nächste Thema geben. Wenn sie beide aufschließen können, komplett bis an Rubber Duck ran, könnten sie beide um Position 4 fighten. Buschflieger auf der 7. Position zurück auf die Strecke gefahren. Perfekt. Ja. Manu auf der 8 ärgert mich ehrlich gesagt unheimlich. Boah, hat sich auch eine Riesenstrafe eingefangen, baut diese gerade ab. Hat 9 Sekunden Vorsprung da knapp vom Kollegen Ese auf der 9, die Blito auf 10. Spitty auf der 11 mit einem Frontschaden vorne rechts. Oh nee. Spitty macht sowas nicht. Bleibt aber draußen, fährt nicht rein, lässt den Schaden nicht beheben. Sagt sich, weißt du was, wir haben noch 7 Runden. Nach Mini-Sintflug, jetzt ist es auch eh zu spät.
42 Sekunden Vorsprung hier der Race King auf P2 auf die Leverwurst und Alpha King. Ah, Alpha Kevin. Alpha King. What the hell ist Alpha King? Es gibt einen Race King und einen Alpha Kevin, aber kein Alpha King. Gibt ja auch kein Race Kevin oder so, ne? Ach, genial, hey. Es geht schon wieder los. Ich werde schon wieder Malle in der Birne. So. Weiter geht's. Runde 25 von 30. Erledigt. Jo, wunderschönen guten Abend. Aber du kannst mir als Pifferaio, kannst du mal, mach mal einen Follower raus hier. Da ist ein ganz cooler Sound hinterlegt. Und wenn du dich umbenannt hast, dann kannst du nochmal einen Follower da lassen als Jack Nicholson. Das wäre doch mal eine Maßnahme, oder? Alpha Kevin und Leverwurst sind nicht zu trennen. Die zwei Kollegen machen einen großartigen Job hier. Wäre das Podium 2 und 3. Palatuna auf der vierten Position hat sich da böse nach vorne gearbeitet. B-Turbo und Rubber Duck. Jo, Dankeschön dafür. Rubber Duck ist am Arbeiten hier. Der möchte da ganz gerne an beiden Kollegen vorbei, an B-Turbo und Palatuna. Oh. Da ist der Palatuna weit gegangen, somit B-Turbo vorbei am Kollegen im M6 hier. Ja, meine 300er, also Road to 300 Follows sind absolviert. Die habe ich irgendwann letzte Woche, Anfang letzter Woche. Und Quatsch, Ende letzter Woche runtergerissen. Mittlerweile bin ich bei 351. Nein, Quatsch, ist Wochenende vor einer Woche. Oh, zu dritt nebeneinander, Jungs, macht sowas nicht. Sortiert euch. Oh, der B-Turbo hängt da voll im Heckbereich von der Corvette. Ich meine, die Corvette ist ja auch ein LKW, ne? Die bietet Windschatten hier seinesgleichen. Absolut phänomenal. Grandioses Racing, was uns hier bietet und zeigt. Ich bin begeistert. Also, Palatuna auf der vierten Position vor B-Turbo konnte hier kontern und Rubber Duck auf der sechsten Position. Phänomenal, Buschflieger auf der siebten Position, Manu auf 8, ESA auf 9, Diplito auf 10, Spitty auf der 11. Race King immer noch in Führung, hier wird er sich auch nicht mehr nehmen lassen, bin ich mir zur 99,9 Periode sicher. Leverwurst auf 2, zieht immer noch den Teamkollegen, die machen das mit Sicherheit unter sich aus, wer da in welcher Konstellation als erstes die Linie überqueren wird. Die beiden Teamkollegen hier von Afterwork. Motorsport. Palatuna auf der 4. Muss sich da erwehren. Macht er aber bis jetzt dato echt verdammt gut. Wieso schmeißt denn der mich jetzt immer aus diesem blöden Cockpit raus, Mensch? Das will ich haben. Rückblickend auf B-Turbo und Rubber Duck hier. Ja, Aki, wir gehen jetzt auf jeden Fall steil in Richtung der 500. Das ist das nächste Zwischenziel auf jeden Fall. 500 Follower und dann geht's weiter. Ja, jetzt hat sich Palatuna ein bisschen absetzen können, ein bisschen lösen können. Windschatten greift im ersten Moment nicht. Er kann jetzt frei fahren. Rubber Duck genießt aber den Windschatten von B-Turbo aktuell. Boah, mal schön dezent auf der rechten Seite hier geblieben, der B-Turbo.
hoffe mal mit dem offiziellen Stream von BDO werden es bei mir auch mehr. Ja, das wird schon, okay, das wird schon. Ganz kurz gucken, wo ist denn der Race King auf der Strecke? Der Race King ist hier in dem Bereich der langen Geraden, geht somit gleich in Runde 28 und wir schalten wieder zurück zu Rubber Duck und V-Turbo. Ich denke, dass Palatuner sich... Boah, war das eng. Nein, wir sehen einen Frontschaden bei Rubber Duck. Ach, die sind sich ins Heck gefahren. Mist! Verdammter. V-Turbo und Rubber Duck sind sich da gegenseitig ein bisschen in die Quere gekommen. Die Heckpartie von V-Turbo sieht aus wie... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und Rubber Ducks Front dementsprechend ganz genauso. Und jetzt aber eventuell der Angriff. Ah, ganz spät über die Bremse. Nein, er bleibt hinten dran. Er steckt zurück. Das Pedal in der Mitte etwas stärker malträtiert wie das Pedal von V-Turbo. Und somit hinten dran geblieben. Der Mercedes AMG hinter BMW M6 Walkenhorst. 0,5 Sekunden vorne dran. Der V-Turbo vom Rubber Duck. Und 2,1 Sekunden ist Palatuner weggefahren. Also Palatuner hat sich definitiv lösen können hier. Von dem Zweiergespann P5 und P6 aktuell. Leverwurst und Alpha Kevin haben die Plätze mal getauscht. Sind aber immer noch im Formationsflug unterwegs hier. Die beiden Teamkollegen. Achtung, 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 da kommt die Wand. Da ist Leverwurst extrem nahe der Mauer gewesen. Haben sogar ein paar Funken hier das Fliegen angefangen. Aber alles gut. Palatuner möchte ganz gerne die Lücke noch zufahren. Mal gucken, ob er es packt. Er hat noch 3,7 Sekunden Richtung Leverwurst. Wenn er es schafft, kann er ums Podium mitreden. Wobei ihr kennt's, ranfahren ist das eine Thema, vorbeifahren ein ganz anderes. Curry Assassin, herzlich willkommen im Stream. Wunderschönen guten Abend, vollkommen richtig. Was Platz 2 und 3 abliefert, ist phänomenal. 3,8. Es bleibt aktuell konstant hier, der Abstand zwischen Leverwurst und Palatuner. Wenn die Jungs das da vorne auf dem Schirm haben, dann müssen sie sich so hart pushen und gegenseitig ziehen, dass der Palatuner keine Möglichkeit hat, daran zu fahren, weil die zwei haben Windschatten. Palatuner hat keinen Windschatten. Palatuner muss das ganze Thema aus eigener Kraft schaffen. Und ist da im ersten Moment natürlich deutlichst im Nachsehen. So, Race King in Runde 29 von 30. Vorletzte Runde ist am Laufen. Mann, der schmettert die 59er Zeiten hin aus dem Ärmel, als wenn es nichts wäre. Unglaublich, 44 Sekunden hat der Kollege da vorne. Ich glaube, der sollte in Liga 0 fahren. Da ist er, glaube ich, am besten aufgehoben hier womöglich. Brutal. Leverwurst. Vorbei am Teamkollegen. Jetzt haben sie wieder gewechselt. Abstand vor Palatuner ist konstant, identisch. Erneut 3,8, 4 Sekunden im Wechsel, passt. V-Turbo auf der 5. Position, immer noch massiv under pressure hier von Rubber Duck. Aber ich glaube, dass Rubber Duck sich da ziehen lässt im ersten Moment. Ah, jetzt ganz leicht die Wand touchiert auf der linken Seite. Aber alles gut, Buschflieger auf der Position 7. Ich denke, dass ab 7 die Positionen bezogen worden sind. 26 Sekunden Vorsprung, Buschflieger vor dem Kollegen Eser hier auf der 8. 8,2 Sekunden Vorsprung vor Manu auf 9. 54,7 Sekunden hat Manu Vorsprung auf Spitty auf 10. 2,4 Sekunden die Plito hinten dran. Oh, da kommen die blauen Flaggen, weil Race King... Ne, nicht Race King. Wer muss denn da vorbei? Muss ich
ich gleich nochmal gucken, weil die blauen... Ach so, hier die zwei Kollegen, Alpha Kevin und Leverwurst, kommen da hinten nämlich angeschossen. Hinter die Blito. Da hinten sind sie zu sehen. Da kommen sie. Rückwärtige Ansicht von die Blito. Und Race King ist in der letzten Runde. Ein paar Minuten haben wir, ein paar Sekunden haben wir noch. Ja, wobei ein bisschen mehr Minute auf jeden Fall noch. Wir bleiben hier bei B-Turbo und Rubber Duck. Halbe Sekunde, das könnte knapp werden. Auch die zwei Kollegen jetzt in ihre letzte Runde gleich eingefahren. Leverwurst Alpha Kevin. Die machen das definitiv unter sich aus. Boah, mal kurz angelehnt, dem Kontrahenten hier, dem Teamkollegen, mal kurz den Außenspiegel eingeklappt, mit Sicherheit. Race King. Oh Mann, Leute, was macht ihr denn so schnell? Kann man doch gar nicht umherschalten, was ihr hier gleich abzieht und abfeiert. B-Turbo, Rubber Duck, Innenseite. Leichter Quersteher im Kurvenausgangsbereich, aber es reicht. Die nächste Ecke ist wieder eine Rechtskurve, den schlägt er links an. Eieieiei, jetzt geht's auf die lange. Nee, Quatsch. Dauert noch ein Momentchen. Also, wir bleiben bei Race King drauf, weil der ist jetzt auf der Geraden. Sonst verpassen wir nämlich gleich hier den Zieleinlauf. Und das muss nicht unbedingt sein. Also, Race King gewinnt das ganze Thema am heutigen Abend hier auf Tokio. Gratulation dazu. Phänomenales Rennen abgeliefert. Sauber taktiert. Aus Kollisionen raushalten können und ein brutales Quali gefahren, definitiv. Wie gesagt, Gratulation dazu, Alpha Kevin. Boah, die Blito absolut vorbildlich, unheimlich weit auf die rechte Seite gefahren, möchte da nicht im Weg stehen. Alpha Kevin, eine knappe Sekunde von Teamkollegen. Also ich denke, die sind sich jetzt einig geworden hier. Alpha Kevin sollte das Thema als Zweiter beenden. Ja, 0,8 Sekunden ist ein bisschen weit, als dass man da in Richtung Startziellinie noch vorbeiblasen kann. Das vorne dran müsste Spitty sein, der da abgewunken wird. Alpha Kevin, zweiter, Leverwurst, dritter. Wunderbar. Palatschuna sollte vierter werden. Jawohl, die Corvette C7 ist schon im Tunnelbereich hier unterwegs. Da ist die Linie. Gratulation. Rubber Duck, fünfter. Nein. Nein, Motorschaden bei B-Turbo, deswegen Rubber Duck ohne Probleme hier auf der 5 ins Ziel. B-Turbo muss einen heftigen Abflugeinschlag gehabt haben hier auf Tokio in der letzten Runde. Motorschaden schleppt er sich hier übers Ziel auf P6. Buschflieger wird siebter werden, auch er hat nochmal einen Frontschaden sich eingefahren, vorne links. Die Aufhängung ist Müll, genauso wie die Frontpartie, nicht mehr gebrauchsfähig. ESA auf der 8. Position. Auch er jetzt hier auf den letzten Metern, ganz genau. Spitty schon abgewunken worden, genauso wie die Plito auf der 11. Wir bleiben bei ESA hier, der jetzt gleich über die Linie kommt. Gratulation, Manu auf der 9. Auch er noch ein Frontschaden vorne links. Frontpartie ein bisschen demoliert. Trotzdem P9. So, jetzt habe ich mal eine ganz blöde Frage, weil ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr, weil ich stream dafür einfach viel zu viel. Gab es hier bei der Afterwork, gab es hier Siegerinterviews am Ende? Wisst ihr das eventuell? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Rennergebnis wird auf jeden Fall nochmal eingeblendet hier. Race King auf 1 gewinnt hier das Thema auf Tokio. Wie gesagt, Alpha Kevin auf der 2, Leverwurst auf 3, Palatuna 4, Rubber Duck 5, B-Turbo auf P6, Buschflieger auf der 7, ESA auf 8, Manu auf 9, Spitty auf der 10 und die Plito auf der Position 11. Gab das hier Siegerinterviews oder nicht? Im ersten Moment gebe ich dir recht, Aki, aber im zweiten Moment müsste ich dafür ganz kurz umstöpseln hier und ein bisschen umbasteln. Weil wir sonst hier leider nichts mehr hören. Ja, wir gucken mal. Kriegen wir auf jeden Fall hin.
ist mit Sicherheit kein Problem. Oh nee, nee. Ich brauche jetzt mal ein bisschen was Schnelleres und nicht so eine. So eine Kindergeburtstagsmucke hier, den brauchen wir jetzt nicht. Also. Ich schreibe mal ganz kurz im Hintergrund hier einen Kollegen an. Zwecks der Sieger in Jovis. Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, es gab keine. Ich glaube, es gab keine. Müssen wir mal einführen, auf jeden Fall. Finde ich ein ganz cooles Thema. Wir können ja mal kurz in der Lobby fragen, das kriegen wir auch hin, ist ja auch eigentlich kein Problem. Ah, dann hast du mit Sicherheit, nee, dann hast du einfach zwei Accounts, das kann sein, dass ich deine App mit einem anderen, mit einem anderen Account einwählt und am PC was ganz anderes. Also ich glaube, nee, es gibt keine. Es gibt keine. Okay, dann werden wir das auf jeden Fall beim nächsten Mal einführen. Kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Dann machen wir nochmal ganz kurz hier für euch, wie gesagt, Sponsoreinblendung, Touch Repair, das Thema TRT. Sind auch die Kollegen mit am Start gewesen am heutigen Abend. Der Kollege Eser hier in dem Fall, der Geschäftsinhaber. Wenn es Probleme gibt mit Smartphones, mit Tablets oder dergleichen, speziell hier im Reparaturfall, dürft ihr euch liebend gerne vertrauenswürdig an den Kollegen da wenden. In dem Fall ansässig in Bremen hier. Ihr seht es eingeblendet und dürft ihn da um einen Rat bzw. Hilfe fragen. Kein Thema. Macht er mit Sicherheit liebend gerne. Ist auch der Sponsor des Ganzen, sprich die Pokale etc., die dann gesponsert werden, kommen von Touch Repair. Bremen. So, weil es so schön war, noch einmal zum Abschluss das Intro und dann haben wir es auch schon geschafft hier. We will fly above the sky.
Was ist ein Zweikampf? Wer hängt im Kopf an das Vordermann? War das der Fehler des Vordermanns? Kann er ihn nutzen? Nein, er kommt selbst der Schicke ab. Das kann doch nicht wahr sein. So, Männers, okay, wunderbar. Also, dann machen wir noch, ich baue das noch ganz kurz um, dass es dementsprechend über den Befehl auch funktioniert. Aber da können wir natürlich jetzt hier im Zusammenhang, ich lasse noch einen kleinen Moment den Stream laufen. Dann kriegen wir das auf jeden Fall hin und dazu machen wir aber noch mal ganz kurz ein bisschen Mucke an hier. So. Okay, Freunde der Sonne, sollte funktioniert haben. Wir können es jetzt mal testen. Ich mach das einfach mal selber. Ausrufezeichen Discord. Jawohl, ja, sehr gut. Wenn ihr euch fragen solltet, was ich für ein Lenkrad fahre, könnt ihr natürlich auch gerne Ausrufezeichen Lenkrad eingeben. Als Beispiel. Und dann seht ihr, was ich persönlich für Lenkrad fahre, wenn ich denn mal die Zeit finden sollte. Loyalty Chris, wunderschönen guten Abend. Kommst genau richtig zum Ende dieses Streams, so ungefähr. Ja, passt aber. Gut. Wann geht's weiter? Morgen Abend geht es weiter. Morgen Abend sind wir unterwegs, der Joyce und meine einer Zugabe. Kannst du auf jeden Fall im Nachgang nochmal gucken. Ich werde natürlich auch im Nachgang dementsprechend hier das Video hochladen auf YouTube. Also den Stream. Das ist kein Thema. Spätestens morgen ist er dann auch dort verfügbar. Wir brauchen immer relativ lange, bis das Thema gerendert ist. Und dann, joa, morgen Abend, wie gesagt, sind wir im Bereich der Joyce und meiner, einer im Bereich der TTH unterwegs, bedeutet Ticket to Hell-Thematik, letzte Quali-Woche Q4 in dem Fall. Und dann, joa, lasst mich überlegen, es geht los um, ja, ich sag mal so wie heute, roundabout 7:45, nee, Quatsch, um 7:40, so, um 7:40 geht's morgen Abend los. Ihr könnt generell, ihr habt generell die Möglichkeit, unter meinem Kanal runterscrollen. Dort, wo hier 5000 Informationen über meine Einer stehen, ist auch ein kompletter Countdown mittlerweile zu sehen, wann die nächsten Streams am Start sind. Und rechts hinten dran ein kompletter Streamplan, wo ihr nachlesen könnt, wann ich wie wo online bin bzw. live drauf bin. Und ansonsten habt ihr jetzt den Discord-Server. Das geht auch im Offline-Verhalten. Also ihr könnt die sämtlichen Chat-Befehle jederzeit im Offline-Modus in den Chat reinschreiben und bekommt dementsprechend die Werte ausgespuckt und dementsprechend die Links. Also ihr werdet mich definitiv, wenn es mal schnell gehen muss, über Discord, über unseren Server erreichen, respektive direkt anschreiben über Discord, ist kein Problem. Freunde der Sonne, ich darf mich ganz herzlich bedanken bei euch. Es hat mir wieder eine mega mordsmäßige Laune gemacht dieser Abend. Danke dafür und danke für die ganzen Follower, für die Subs, für die Resubs hier, die am Abend gelaufen sind. Euer Support ist absolut phänomenal.
fettes, fettes Merci dafür. Dann dürfen wir uns verabschieden. Macht's auf jeden Fall besser. Und ich hoffe, dass wir uns morgen Abend dann im nächsten Stream hier sehen. Auf dem Channel hier auf Twitch bei mir. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gesund und munter. Wir sind raus. Bis denn. Danke und tschüss.